Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich hoffe, mich kann jeder soweit gut verstehen. Vielleicht einfach ganz kurz in dem Chat Bemerkungsfeld schreiben, wenn alles passt oder wenn es irgendwelche Soundprobleme gibt, so dass ich dann auch starten kann und mich hier auf die Arbeitsstunde an Webinar haben verstehen kann. Präsentation ist hoffentlich auch soweit sichtbar, sollte kein Problem sein. Ich schalte kurz mal um auf mein Headset, weil es hier doch relativ laut ist. Ganz kurz einen Moment. So, jetzt passt das auf jeden Fall besser. Nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit nehmen zu unserem Jabra-Bächle-Webinar zum Thema It's time to think wireless und Jabra professioneller Sound für wachsende Unternehmen. Mein Name ist Pascal Kutzka und bin zuständig bei der Jabra für die Large Reseller in der Dachregion, worunter natürlich auch die Bächle als unser größter Partner zählt. Was will ich heute in den nächsten 30 Minuten Ihnen alles auch so ein bisschen näher bringen? Da habe ich natürlich eine kleine Agenda vorbereitet. Ich werde ganz kurz auf die Historie von Jabra eingehen. Das heißt, zu wem gehören wir? Wer ist das Aktienunternehmen dahinter? Und was ist unser großer Mehrwert auch gegenüber dem einen oder anderen weiteren Hersteller auf dem Markt? Das heißt, welche Expertise bieten wir überhaupt alles in dem Bereich? Werde natürlich was zur neuen Arbeitswelt sagen und da werde ich mich auch mit am längsten daran aufhalten, einfach um aufzuzeigen, wie sich die Arbeitswelt verändert, auf was Sie vielleicht auch in den nächsten Jahren, Monaten, Jahren gefasst sein müssen und welche Rolle dabei dann auch das Thema Lärm und Headsets und die verschiedenen Arbeitsplatzmodelle und von uns deklarierten Arbeitsplatzmodelle dann spielen. Am Ende natürlich auch nochmal die Info von sowohl der Nadine Will von der Bächle als auch von mir zu den Kontaktdaten, das heißt, wo Sie weitere Informationen bekommen und gegebenenfalls auch Preise bzw. Teststellungen von uns anfordern können. Fragen bitte einfach kurz in das Kommentar in das Chatfeld einfügen und wir beantworten die dann in einer kurzen Fragesession im Nachgang. Starten wir mit We are part of GN. Jabra ist in der Vergangenheit oft auch als GN.com aufgetreten. Das heißt, unsere Headsets haben in der Vergangenheit unter anderem, wer das vielleicht noch in Erinnerung hat, vor ein paar Jahren GN.com Headsets gehießen. Und wir haben uns dann irgendwann mal entschieden, das Ganze auf Jabra zu vereinen, was jetzt auf Jabra GN wieder ausgeweitet wurde. Und das hat einen ganz, ganz wichtigen Hintergrund. Wir bei GN sind aktuell eben das Unternehmen, das verschiedene Akustik- und Audiobereiche unter einem Dach verbindet. Wir können sowohl den medizinischen Bereich, das heißt mit der ReSound GN, unserem Hörgerätebereich, unser Schwesterunternehmen, anbieten, als aber auch den Consumer Grade, das heißt Consumer-Produkte wie zum Beispiel Sportprodukte, werde ich später auch nochmal ein oder andere Wort dazu verlieren, als auch den Bereich, in dem wir uns bewegen, Contact Center und Office, der natürlich für uns am relevantesten ist. Und was ist hier der schöne Vorteil, der sich dabei für Sie und auch für uns ergibt? Wir forschen und entwickeln alle unter einem Dach. Das heißt, die ganze Expertise, die man so in dem Hörgerätebereich bekommt, als zweitgrößter Anbieter im Hörgerätesegment und als innovativster Anbieter im Hörgerätesegment, fließen nach und nach eventuell auch in unsere Headsets mit ein. Das heißt, in der ganzen Entwicklung und Forschung unserer Headsets steckt viel mehr Arbeit, als man erwartet. Und es ist sehr viel Software mit enthalten. Ich werde immer mal wieder darauf verweisen, bei dem einen oder anderen Produkt später, was die Expertise aus dem Hörgerätebereich ist, die dann auch in unsere Headsets mit eingeflossen sind. Wichtig für mich eben hier auch nochmal, wenn es einen Headset-Hersteller auf dem Markt gibt, dann der Audio-Expertise hat, dann ist das aktuell Jabra. Es gibt auf der Welt kein Unternehmen, das mehr Audioingenieure hat. Und allein das ist schon ein großes Merkmal, das eben zeigt, inwieweit wir über den Gehörgang dann auch Bescheid wissen und eben über alle Dinge, auf die man dort achten muss. Das so viel zu uns und zu unserer Story und wer Jabra ist.
Viel wichtiger natürlich für Sie jetzt heute, und auch das war ja auch der Anlass des Webinars, eben aufzuzeigen, wie sich die Arbeitswelt verändert und warum auch das Thema Mobility, Wireless immer mehr in den Vordergrund kommt und welche Trends es dort aktuell auch gibt. Wir sehen auf dem Markt aktuell 3 Megatrends, die sicherlich nicht nur wir als Jabra präsentieren und immer wieder auch darauf hinweisen, dass es die gibt, sondern garantiert alle Hersteller, die es so insofern gibt. Einer der großen Trends ist Cloud. Wir sprechen seit Jahrzehnten fast schon von der Cloud, sind aber jetzt aktuell angekommen bei dem Thema der Implementierung in den Unternehmen. Warum ist das heutzutage und in der jetzigen Zeit ein viel schnellerer Drive auf dieses Cloud-Thema? Das liegt einfach daran, wenn man sich mal das private Umfeld anschaut und sieht, was machen wir denn überhaupt privat noch on-premise. Das heißt, wir haben ja in der Regel, hat jeder von uns ein Smartphone. Mit diesem Smartphone nutzen wir WhatsApp, wir nutzen Skype, wir nutzen Facebook. Wir nutzen vielleicht irgendeinen Cloud-Speicherdienst, um Daten zu sharen und Bilder zu sharen. Das heißt, im privaten Umfeld sind wir es total gewohnt, das Thema Cloud zu nutzen. Und da macht sich keiner Gedanken oder kaum einer Gedanken über das Thema Sicherheit oder sonstige Themen. Und die Mitarbeiter von morgen und auch vielleicht schon der ein oder andere Mitarbeiter von heute erwartet natürlich im Unternehmen, dass er genau diese Tools dann auch nutzen kann. Und das Blöde für ein Unternehmen in dem Moment ist, dass dann vielleicht WhatsApp, das nicht gerade als sicher gilt, genutzt wird, um Daten zu sharen, weil eben vielleicht das Thema Mails veraltet ist oder nervig ist, weil man ständig dadurch gestört wird und man eben auch bis zu einer Antwort kommt, das dauert einfach. Ein zweiter großer Trend, Digitalisierung, spielt so ein bisschen mit der Cloud zusammen, ist einfach der Hintergrund, dass wir viel, viel mehr Daten im Internet platzieren, einen viel größeren Zugriff auf das ganze Thema haben, aber auch viel mehr miteinander kommunizieren wollen und kollaborieren wollen. Und da ist es gerade im Unternehmensumfeld wirklich spielt das eine sehr große Rolle, weil natürlich auch Mobility immer größer und immer beliebter wird, dass wir durch die Digitalisierung immer mehr Spezialisten bekommen. Das führt dazu, dass wir in einem Projekt, das heutzutage in einem Unternehmen durchgeführt wird, egal welcher Form, ein ganzes Team brauchen. Wir haben nicht mehr eine Person, die alles macht, sondern wir müssen meistens ein Team bilden. Und in diesem Team muss sehr viel kommuniziert werden. Und jeder in diesem Team muss die Materialien zur Verfügung haben. Und das ist alles schön und gut, wenn man da schreibt und wenn man Mails schreibt, wenn man die Daten shared. Aber im absoluten Zweifelsfall, ist der Mensch immer noch dazu geneigt, miteinander zu sprechen. Und in der heutigen Zeit, Globalisierung, sind vielleicht die Projekte auch nicht mal alle in einem Standort und ich muss mich eben viel mehr unterhalten und dann kommen eben auch solche Tools wie zum Beispiel WebEx, Skype for Business ins Spiel. Und hier ist eine entscheidende Rolle dann auch die Kommunikationsverständlichkeit. Das heißt, wenn ich von hier nach China telefoniere, ist es ein sehr langer Weg und es ist sehr ärgerlich, wenn ich die begrenzte Zeit, die wir von der Zeitspanne her gleich haben, mit Nachfragen nutze, habe ich nicht verstanden, was haben Sie gerade gesagt, kannst du das nochmal wiederholen? Und wer kennt das nicht, wie oft das vorkommt, dass einer eben schlecht verständlich ist, weil es eben sehr laut im Büro ist und der Bürolärm an sich im Umfeld einen einfach stört und vor allen Dingen gegenüber stört in der Wahrnehmung, was er alles versteht. So wie in dem Beispiel eben von mir. Bevor ich mein Headset aufgesetzt habe, hatte ich einen Speaker, einen ganz normalen Speaker an, wie das in vielen Unternehmen der Fall ist, das heißt ohne Geräuschunterdrückung und habe einfach mal eingespielt und nicht sehr laut eingespielt, Büroumgebung von einem Großraumbüro. Und ich gehe davon aus, dass sie das schon ein Stück weit gestört hat und ich auch in den ersten paar Sekunden sehr schlecht verständlich war, bis ich dann das Headset aufgesetzt habe. Und ich habe den Ton auch weiter laufen lassen, das heißt, es hat nichts geändert und da wurde es schon deutlich ruhiger und ich bin eben verständlich. Was mir jetzt gerade sehr wichtig ist, weil Sie sehen mich nicht. Das ist ein entscheidender Faktor. Sie können mich nicht sehen, ich kann Sie nicht sehen. Sie wissen nicht,
was ich im Prinzip hier an der Mimik mache, wie ich mit meiner Hand gestikuliere. Das heißt, ich muss alles über die Stimme rüberbringen und dann sollte die Bandbreite der meiner Stimme, die Sie wahrnehmen, auch relativ groß sein. Und ein zweiter wichtiger Faktor für mich jetzt gerade aktuell ist, ich muss mich konzentrieren. Ich muss eine Story bilden, ich habe Dinge im Kopf, die für die nächste Folie, das heißt, ich habe einen roten Faden im Kopf und bin eben schon einen Schritt weiter. Und wenn jetzt mich persönlich die Umgebungsgeräusche stören würden, dann bin ich so unterbrochen, dass ich Ihnen jetzt hier einen stammeln würde und Sie am Ende aus der Webex-Session rausgehen würden und sagen würden, ach Gott, der war ja überhaupt nicht vorbereitet. Dabei ist es vielleicht nur die Unterbrechung gewesen wegen dem Lärm in meiner Umgebung. Diese ganzen Trends, und da bin ich jetzt auch schon ein bisschen drauf eingegangen, verändern natürlich die Art an sich, die Art, wie wir arbeiten an sich. In der Vergangenheit, muss man ganz ehrlich sagen, war die Arbeit immer ein Ort. Ich fahre zur Arbeit. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Und heute ist es einfach in der Wahrnehmung vieler, vieler junger Leute und auch vieler anderer Menschen mittlerweile, dass die Arbeit kein Ort mehr ist, sondern eigentlich das ist, was man tut. Wir wollen Spaß haben bei der Arbeit. Die Arbeit soll einem Spaß machen. Ich verbringe 75% meiner wachen Lebenszeit mit Arbeiten. Dann soll bitte die Arbeit flexibel sein und soll mir das bieten, was ich brauche, wie ich irgendwie noch mein Leben damit verbinden kann. Und da möchte ich nicht, und bitte verzeihen Sie mir, dass ich jetzt ein bisschen salopp sage, ich möchte keine anderthalb Stunden im Auto sitzen, um zur Arbeit zu fahren und wieder zurück. 3 Stunden Zeit verloren, nur durch Pendeln, was überhaupt keinen Sinn macht. Und die, wenn man jetzt mal die Mietpreise noch zugrunde legt und sich überlegt, was so eine Wohnung in der Stadt kostet, dann möchte ich auch nicht in der Stadt wohnen. Ich möchte von meinem Unternehmen, und das wird in der Zukunft ein Faktor sein, ich möchte einen Homeoffice-Platz, einen Telearbeitsplatz angeboten bekommen, einen flexiblen Arbeitsplatz angeboten bekommen, mit möglichst den Kommunikationsmitteln, wie bei uns im Unternehmen, zum Beispiel Skype for Business oder bei der Bechtle Cisco Jabber, mit einem Headset, sodass ich wirklich professionell auch von hier aus meinem Homeoffice in meinem kleinen Örtchen telefonieren kann. Und dahingehend verändert sich diese ganze mobile Welt. Was ganz wichtig ist hierbei, es wird nicht passieren, und das ist wirklich ein ganz entscheidender Faktor, ich spreche immer davon, ich kann mir vorstellen, sehr flexibel zu arbeiten. Und ich möchte das so. Es gibt aber Personen, die wollen lieber ins Büro. Und es gibt auch Job Descriptions, die müssen in einem Büro sitzen, die müssen vielleicht auch in einer Maschinenfabrik arbeiten, die müssen natürlich dorthin fahren. Und auch für diese Büroarbeitsplätze ändern sich so ein Stück weit die Arbeitswelten, weil auch hier ist es so, dass der Space, also der Platz, den ein Unternehmen zur Verfügung stellen kann, immer geringer wird, aber die Mitarbeiterzahl explodiert. Wer schon mal bei der Bechtle in Neckarsulm war, der weiß, dass dort ständig immer wieder angebaut wird, weil einfach die Bechtle so stark expandiert, dass sie mit dem Platz für die Mitarbeiter gar nicht hinterherkommen und die Büros somit auch immer größer werden. Und diese Entwicklungen sind bei sehr, sehr vielen Unternehmen aktuell zu beobachten. Und das im Zusammenspiel mit den ganzen Trends, wie vorhin erwähnt, dass wir eben immer mehr kommunizieren müssen, wir uns immer mehr konzentrieren müssen, weil die Aufgabengebiete immer spezieller werden, dass wir immer mehr kollaborieren müssen, dass wir also immer mehr auch Web-Sessions machen müssen und uns immer mehr austauschen müssen und dass wir die Konversation an sich viel, viel mehr auch in den Vordergrund stellen. Das führt gerade in einem Großraumbüro zu einem ganz, ganz wichtigen Faktor und das ist Lärm. Der Lärm in einem Großraumbüro oder auch durch den Autolärm vielleicht oder durch den Zuglärm, wenn ich im Zug sitze, arbeite, wenn ich am Flughafen arbeite, egal wo ich bin, selbst in meinem Homeoffice bin ich manchmal Lärm ausgesetzt, weil vielleicht irgendein Bauarbeiter da ist. Das ist ein ganz, ganz großer Störfaktor für die Effizienz beim Arbeitnehmer. Und für das Unternehmen ergibt sich daraus ein relativ hoher Verlust. Da gab es eine Studie. In den letzten, ich glaube 2016, gab es eine Studie, die besagt, dass weltweit nur durch den Störfaktor Lärm, das heißt, dass ich unterbrochen worden bin, vielleicht von meinem Handyklingel, vielleicht von einem Kollegen, vielleicht von meinem Vorgesetzten, ein Schaden von 600 Milliarden Dollar entstanden ist. 600 Milliarden Dollar. Schaden nur dadurch, dass ich unterbrochen wurde durch Lärm oder sonstige Ablenkung. Das muss man sich einfach mal überlegen, was für eine große Summe dadurch entsteht. Und dieses Problem hat nahezu jedes Unternehmen. Fragen Sie gerne Ihre Mitarbeiter, Kollegen. Sie werden einen finden, der sich darüber beschwert, dass es zu laut am Arbeitsplatz ist.
Und da investieren sehr viele Unternehmen in ja, Lärmschutzkonzepte, in absorbierende Büroausstattung. Das ist alles schön und gut, wird aber nie bei dem eigentlichen Problem anfangen, weil das eigentliche Problem ist ja der Mensch an sich. Das heißt, zum Beispiel Sie oder ich, wenn wir gegenüber voneinander sitzen und telefonieren. Der Mensch ist, wenn er telefoniert, erstmal grundsätzlich, sagen wir mal, relativ egoistisch und denkt erstmal gar nicht daran, oh, ich könnte ja jemand anderen stören. Und telefoniert eben weiter laut und kriegt dann danach gesagt, oh, du warst zu laut. Dann nimmt er das mit einem Lächeln hin und sagt, okay, ich versuche das nächste Mal ein bisschen leiser zu sein. Und beim übernächsten Telefonat hat er das schon wieder vergessen und man muss ihn wieder daran erinnern. Und diese Herausforderung, den Menschen dazu zu signalisieren, er ist zu laut, wollen wir eben mit unserem Jabra Noise Guide entgegnen, der nichts anderes tut, wie in einem Großraumbüro an einer Vierer- oder Sechserinsel oder an einer Zweierinsel anzuzeigen, ich bin zu laut. Es visualisiert also den Lärm am Arbeitsplatz, um den Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, dass er zu laut ist. Ein böses Wort, es ist ein Stück weit eine Konditionierung, weil es eben wirklich Sekunden und Sekunden genau darauf hinweist, du bist zu laut. Und immer wieder und immer wieder. Man kann sich das so vorstellen, Sie stellen sich den ganzen Tag neben ein, Sie sind angestellt, 8 Stunden neben jemandem zu sitzen und ihm zu sagen, dass er zu laut ist. Er wird automatisch leiser werden. Es wird ihn nerven, aber er wird leiser werden. Und nach 2 Wochen können Sie dann zum nächsten Mitarbeiter gehen und ihm genau bei Ihnen genau dasselbe machen. Und das übernimmt unsere Lärmampel. Das ist eines dieser Tools, um Ihnen Sie zu unterstützen dabei, Ihre Arbeitnehmer ein Stück weit effektiver zu machen und agile auch vor allen Dingen zu machen. Hier setzen wir jetzt mit dem Jabra Noise Guide setzen wir natürlich, das ist kein Headset, das ist kein Audio-Device, das heißt, was hat das ganze Thema jetzt auch mit Headsets zu tun? Natürlich ist es schön und gut, wenn ich bei einem selbst anfange, wenn ich rede oder wenn 10 Leute in einem Büro reden, ist es trotzdem laut, da können die flüstern, es ist trotzdem laut und es ist trotzdem auch nervig und ich kriege trotzdem mit, was so passiert und wir wollen die Kommunikation im Unternehmen ja auch nicht verbieten, sondern es soll ja eigentlich mehr kommuniziert werden. Das heißt, wir müssen auch noch ein Stück weit dafür sorgen, dass die Mitarbeiter eben auch sich bewegen können, flexibel sind und dass die Gegenüber, dass der andere, der Kollege, trotzdem nicht dadurch gestört wird. Und wir unterteilen absichtlich in verschiedene Arbeitsplatzmodelle, die ich jetzt hier alle mal aufführe, inklusive auch unserem Konsumerbereich. Und wir bewegen uns heute bei dem Webinar im hauptsächlichen Bereich, im Bereich Callcentric Pro Series. Das ist die ganz unten. Das sind unsere Backheadsets, dass wir uns einfach ein bisschen flexibler bewegen können. Und da muss man auch klar sagen, dass der Trend in den letzten 2, 3 Jahren deutlich, deutlich aufzeigt, dass die meisten Unternehmen von ihren schnurgebundenen Headsets auf Wireless-Headsets geht, weil die Preisspanne, die es in der Vergangenheit gab, für 80 Euro ein schnurloses und erst für 300 Euro ein schnurloses gibt, die gibt es nicht mehr. Also wir sind in diesem Bereich mittlerweile pari-pari und man kann Headset oder Bluetooth-Devices auch bekommen für günstigere Preise. Außerdem, zurück zu den Arbeitsplatzmodellen, bewegen wir uns vornehmlich in dieser ganzen Thematik neue Arbeitsplatzwelten im Bereich Task-Based. Task-Based bedeutet bei uns, es ist nicht das Telefongespräch im Fokus, wie bei zum Beispiel einem Callcenter-Agent, sondern es ist der Arbeitsschritt an sich im Fokus. Das heißt zum Beispiel das, was ich gerade mache. Für mich im Fokus ist gerade kein Telefonat an sich, sondern für mich ist diese Aufgabe, die Aufgabe, eine Websession zu halten, die ist für mich im Fokus. Und da muss ich bestmöglich unterstützt sein. Ich beispielsweise habe ein Headset auf mit aktiver Geräuschunterdrückung, das ist mir erlaubt, komplette Ruhe und komplette Konzentration auf das, was ich gerade tue, zu erhalten. Und da wäre es mir auch egal, ob ich jetzt in einem Großraumbüro sitze, ob ich an der Flughafenhalle sitze oder ob ich an einem Bahnhof sitze. Ich bin abgeschottet von der Außenwelt und bin quasi in meinem Tunnel und kann Ihnen hier diese Webstation vortragen und höre mich selbst trotz allem immer noch selbst laut und deutlich, sodass ich jetzt nicht hier anfange zu schreien, was ja auch nicht so produktiv wäre. Ein bisschen tiefer auf die Produkte einzugehen und auch auf die Thematik Callcentric und welche Produkte dahinter stecken. Ist einfach bei Callcentric, wie gesagt, vornehmlich der Deckbereich. Warum Deckbereich?
Call-Centric hat eher den Fokus, es muss ein sehr, sehr leichtes Headset sein. Es muss eine extrem lange Akkulaufzeit sein. Ich muss eine extrem hohe Reichweite haben, dass ich vielleicht auch mal zur Kaffeemaschine laufen kann, weil ich wichtige Gespräche annehmen muss. Trotz allem aber auch am Arbeitsplatz sitze und eben das Gespräch deutlich im Fokus haben muss, aber auch noch die Umwelt mitbekommen will, weil wenn ich Call-Centric-Mitarbeiter bin, dann habe ich das Headset in der Regel 6 bis 8 Stunden auf dem Kopf und dann darf es auch nicht so drücken und es darf nicht komplett ohrenschließend sein. Es soll also sehr angenehm sitzen und leicht sein. Das Pro 29 ist jetzt mal ein Beispiel, was ich da rausgenommen habe. Das gibt es als eben als ganz klassisches Anschlussmöglichkeit an das Telefon, sowohl als monorales Headset als auch als duales Headset, das heißt auf beiden Ohren. Wichtig hier zu beachten ist, dass die Pro-Serie, egal ob es das Pro 29 oder die 94er-Serie ist, dass wir hier keine Geräuschunterdrückung eingebaut haben, weder eine passive noch eine aktive. Wir haben extra das Ganze so konzeptioniert, dass man sich selbst sehr gut versteht. Es ist also eben nicht, dass ich anfange zu schreien. Und dass aber auch ich so ein bisschen was von der Umwelt bekomme bei dem Callcenter, dass doch oft ja, gefragt wird, dass man nicht komplett abgeschottet ist. Das ist eben dort nicht so gewünscht. Das Schöne an unserer Pro 900 Serie, also 29 und auch 39, dass für den PC-Anschluss möglich ist, ist die Reichweite von 120 Meter und eben einen Talktime von 8 Stunden, das heißt einen gesamten Arbeitstag. Außerdem, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auch auf den Bereich der Hörgeräteakustik, haben wir natürlich sehr, sehr viele Technologien eingebaut in all unseren Headsets, die sie schützen sollen vor lauten Geräuschen und vor Peaks, das heißt vor Geräuschspitzen, die ab und zu mal vorkommen können. Warum auch immer, haben Sie plötzlich 140 Dezibel auf Ihrem Ohr. Danach haben Sie mit hundertprozentiger Gewissheit einen Tinnitus, obwohl die EU sagt, 145 Dezibel ist überhaupt kein Problem, ist ja nur ein startender Düsenjet. Und das ist auch die Richtlinie, die wir einhalten müssen, rein theoretisch. Wir sagen aber, hey, wir reduzieren das auf 118 runter, dann tut das zwar immer noch eine Millisekunde weh, weil das so lange brauchen wir, um das dann runter zu reduzieren, aber es hat, führt eben nicht mehr zu Gehörschäden. Die etwas höherwertigere Variante im Bereich Deck-Headsets und auch Call-Centric ist die 94-Serie. Ich habe das 94-70 hier aufgeführt, weil es eben das hochwertigste ist und man das dann abstufen kann. Und hier kommt so ein bisschen das Thema neue Arbeitsplatzwelten ins Spiel. Bei den Pro 900, das ich eben gezeigt habe, sprechen wir von entweder oder. Das heißt, ich muss mich entscheiden, entweder Telefon oder PC-Telefonie. Und da das in heutiger Zeit relativ schwer zu kontrollieren ist, weil fast nahezu jedes Unternehmen irgendwie ein Web-Collaboration-Tool hat oder ein Web-Trainings-Tool oder sonstiges und dafür meistens dann noch ein zusätzliches Günstig-Headset, was vielleicht nicht ganz so hohe Qualität hat, hat und ich die ganze Zeit das Headset wechseln muss. Dafür gibt es eben von uns die Lösung zu sagen, hey, Wireless-Headset 9460, 9470 und ich kann beides anschließen und habe das Headset auf dem Kopf, egal ob ich jetzt ein Telefonat führe mit meinem Tischtelefon, ob ich ein Telefonat führe mit meinem PC, Skype for Business, Cisco, Java, Webex, in ein Webinar mache, ob ich Musik hören möchte auf der Arbeit, um die Kollegen nicht zu stören. Ich mache das alles mit einem Headset und kann mit dem 9470 auch noch mein Smartphone connecten. Das heißt, ich habe wirklich alle drei Kommunikationsmittel, die ich zur Verfügung habe, an diesem einen Headset verbunden und kann Sie als IT dann auch ein Stück weit mit unserem Produkt unterstützen, das Thema Change Management von alter Telefonie auf neue Telefonie voranzutreiben. Weil nichts ist essentieller als die Sprachqualität an sich, wenn ich von einer klassischen TK-Telefonie, einer analogen Telefonie, die es bis letztes Jahr noch in vielen Unternehmen gab, hin zu einer IP-Telefonie, möglichst auch noch über den PC, da ist nichts essentieller als die Sprachqualität. Weil es wird immer wieder darauf zurückgeführt, oh, jetzt telefonieren wir über IP und das oder über das Internet und es ist voll die schlechte Sprachqualität, aber eigentlich liegt es vielleicht an dem günstigen Headset, das Sie eingesetzt haben. Es wird aber immer die Schuld auf den Softphone-Client geschoben. Und das führt dazu, dass sehr viele Unternehmen in den letzten Jahren hingegangen sind und ein Softphone ausgerollt haben, lizenziert haben, aber es nie genutzt haben, weil die Mitarbeiter es einfach nicht wollten und weil die Ausschreibungen immer ohne Headsets gelaufen sind. Die meisten Unternehmen schreiben eine neue TK-Anlage aus, schreiben Telefone rein, schreiben rein, ich möchte ein Softphone haben, machen sich aber überhaupt keine Gedanken über die ganzen Zubehörartikel, wie zum Beispiel eine Kamera oder auch unser Headset.
Und damit kann man dann, wenn es ganz blöd läuft, eben ein bisschen hinfallen und bezahlt viel, viel Geld für Lizenzen, die am Ende dann nicht durchgeführt werden. Und das soll ja nicht so sein. Und da wollen wir eben ein bisschen bei unterstützen mit unseren Deck-Testsatz. Taskbase, wie gesagt, ist ein bisschen anderer Bereich. Hier sprechen wir von dem Arbeitsschritt und ich muss mich mehr konzentrieren und muss den Lärm abschotten. Muss aber auch sehr viel eben kommunizieren und auch in Web-Sessions sein. Das heißt, hier ist zum Beispiel, dass die ganze Jabra Evolve-Serie relevant. Das sind Bluetooth-Headsets. Bluetooth deswegen, weil wir auch mobil und unterwegs viel arbeiten möchten und möglichst vielleicht auch mal von zu Hause arbeiten möchten. Oder wenn ich zu einem Kundentermin muss, dann auch im Zug oder im Flughafen, im Hotel damit arbeiten kann. Wird einfach mit unserem Dongle an einem PC angeschlossen, wird parallel auch an das Smartphone gekoppelt und ich kann dann damit telefonieren und mich eben durch ANC in diesem Fall, Evolve 75, also aktive Geräuschunterdrückung, wie man das vielleicht von den Bose im Privaten kennt, abschotten. Der Unterschied von unserem Produkt zu unseren Mitbewerbern, auch das ist natürlich mal schön zu erwähnen, ist einfach der, dass wir hier ein professionelles Produkt als Ausgangslage genommen haben, das heißt ein Professional Device, das schon in Unternehmen eingesetzt wurde, wo es auch genau diese Faktoren hatte. Und ANC, das heißt eine Consumer, ja, im Prinzip Consumer-Technologie, sowie auch HD Voice und HD Audio mit eingebaut haben, dass man auch Musik hören kann, es aber immer noch ein Business-Produkt ist. Und hier vor allen Dingen entscheidend das Mikrofon, weil es immer schön und gut ist, wenn ich selbst Ruhe habe. Wenn ich aber telefoniere und der Gegenüber versteht mich nicht, dann bringt mir das alles gar nichts. Weil dann ist es schön für mich und alles super angenehm, ähnlich wie mit einer günstigen Freisprechanrichtung im Auto. Aber der Gegenüber fragt zehnmal nach, was ich denn gesagt habe. Und das Gespräch dauert höchstens 2 Minuten, weil der Gegenüber keine Lust hat und sich eh nicht mehr darauf konzentrieren kann. Und deswegen ist hier ein Mikrofon mit auch Noise Cancelling eingebaut, filtert komplett alle Umgebungsgeräusche raus und sie hören sich eben selbst. Das heißt, wir haben eine Rückkopplung der Stimme, sodass sie nicht lauter werden durch die ANC-Funktion, durch die aktive Geräuschunterdrückung-Funktion. Klar ist auch hier ein Busy Light eingebaut. Das sehen Sie hier oben rechts mit dem kleinen Bildchen. Und das leuchtet einfach rot auf beiden Seiten, um zu signalisieren, ich bin beschäftigt oder bin gerade am Telefonieren. Wichtig hierbei, weil das auch oft als Frage kommt, Bluetooth ist heutzutage, wenn es denn die neuesten Bluetooth-Standards sind, die wir bei unseren Produkten schon eingebaut haben, kein großer Rückschritt im Vergleich zu DECT. Das heißt, wir können mittlerweile bis zu 100 Meter Reichweite konstruieren. Allerdings wirklich nur in Verbindung zu unserem Dongle und unserem Headset. Nicht in Verbindung zu unserem Smartphone und Headset. Da sind es 10 Meter. Also weiterhin relativ viel, aber die Reichweite wird immer größer und gerade im Büro eben auch relevant. Und wir können wesentlich mehr Devices mittlerweile in einen Office-Komplex stecken, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Bis zu 100 Stück und in eine Zelle und das wird schon eng. Wirklich sehr große Büros, um an die Grenze unserer Bluetooth-Klasse zu kommen. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Bereich ist das Thema Conferencing und da nehme ich jetzt das Jabra Speak 710 aus unserer Reihe so ein bisschen raus. Ist ein portabler Speaker, ein Premium-Speaker, mit dem Sie eben im perfekten Maße telefonieren können. Zum Beispiel, wenn Sie Surface Hub im Einsatz haben, gibt es oft die Nachfrage oder auch die Herausforderung, dass der Speaker, der neben dem Surface Hub steht, eben nicht verstanden wird. Da gab es dann oft mal die Anfragen, können wir dann ein Headset verwenden? Wie können wir das denn machen? Und dann immer die Antwort, nehmen Sie uns den Speak, stellen Sie den Speak vor den Speaker auf den, vor den Moderator auf den Tisch, genauso wie das auch hier eben mit dem Stand abgebildet ist und so ist er dann auch verständlich. Und dann der große Charme des Speak 710 und auch eine Technologie des Hörgerätebereichs, einfach zwei Geräte miteinander zu koppeln, weil das natürlich im Hörgerätesegment eh schon der Fall ist, dass man auch beide Ohren synchronisieren muss, ohne Hall und alles Mögliche, können wir hier zwei Speaks miteinander koppeln und bis zu 15 Personen, auch wenn hier 6 steht, ist mittlerweile bis zu 15 Personen, sind ohne Probleme abzudecken, wenn ich beide miteinander koppel und eben miteinander verheirate. Und das geht alles per One-Click. Vorteil von unseren Lösungen im Vergleich zu allen anderen Conferencing-Devices, die Sie so kennen, mit den WLPads. Mit unserem Speaks, Sie sehen hier kein WLPad, mit unseren Speaks arbeiten Sie mit den vorhandenen Mitteln. Wie bereits erwähnt, nahezu jedes Unternehmen hat irgendein Web-Collaboration-Tool
und nutzt trotzdem immer noch die Einwahlmethoden. Und wer kennt das nicht in der IT, dass dann ein Geschäftsführer, ein Abteilungsleiter, ein Mitarbeiter Sie jeden Tag mindestens einmal anruft und sagt, oh, ich kriege diese Nummer hier nicht rein, helf mir mal. Das ist totaler Schrott. Ich komme nicht rein. Dann ist er eine halbe Stunde beschäftigt, bis der in seiner Webkonferenz ist. Mit unserem Device einfach Plug and Play anschließen, WebEx aufmachen, Cisco, Jabber aufmachen, Skype for Business aufmachen, GoToMeeting aufmachen, was es alles gibt, anschließen und los geht's. Sie können direkt telefonieren, innerhalb von 10 Sekunden sind Sie in der Konferenz. Viel, viel Information, die ich jetzt übermittelt habe. Bin ein bisschen darauf eingegangen, auch warum Headsets. Bin darauf eingegangen, wie sich die Arbeitswelt vielleicht in den nächsten Jahren ändert oder aktuell auch schon ist. Es gibt Unternehmen, die durchaus schon so ticken. Und bitte vergessen Sie nicht, dass in Amerika, dass wir in Deutschland noch ein ganzes Stück hinten dran sind wie andere Länder im Bereich Digitalisierung und Cloud-Dienste. Wir sehen den Trend in anderen Märkten, wir sind ja auch in anderen Märkten relativ groß, dass bereits komplett und nahezu ausschließlich aus der Cloud telefoniert wird. Da steht keine On-Premise-Telefonanlage mehr. Es gibt Länder, da ist das nahezu ausschließlich so. Und ja, wir sind in Deutschland davon noch entfernt, aber man sollte sich darüber Gedanken machen und man beschäftigt sich ja auch schon ein bisschen damit, wo geht's hin, was machen die Unternehmen, wie sprechen die TK-Unternehmen, wie entwickeln die sich. Und es geht alles viel in Richtung Software und auch wir in dem Headset-Segment bewegen uns sehr stark in Richtung Software. Unsere Headsets sind sehr, sehr intelligent eingespielt und eigentlich bestehen die aus 65-70% Software und der Rest ist Hardware. Das heißt, es ist nicht eben mal so lapidar gesagt, Headset ist Headset. Es gibt große Unterschiede. Versuchen Sie es aus. Machen Sie es sich einfach. Testen Sie unsere Devices. Sie haben da jederzeit die Möglichkeit zu. Sie bekommen sowieso auch noch im Anschluss an das Webinar Informationen dazu. Können sich aber auch jederzeit an mich wenden. Meine Mailadresse, meine Telefonnummer steht hier. Oder, und da übergebe ich das Wort wieder an die Nadine, wenn sie denn da ist. Ich würde stellvertretend für die Nadine kurz sprechen. Ja, vielen Dank, Pascal, für das tolle Webinar, für die tolle Vorstellung. Ich möchte mich auch nochmal im Namen der Bechtle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie sehen hier nochmal die 1600 angegeben. Wenn Sie möchten, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns an unsere Durchwahl oder eben an Ihren Vertriebspartner, an den Sie sich sonst immer wenden. Ich hatte noch eine Frage über den Chat und würde die ganz gern noch kurz aufgreifen. Da ging es um die Preise von kabelgebundenen und kabellosen Headsets. Ich kann da nur sagen, also die Preisunterschiede, da gibt es wirklich schon vergleichbare kabellose Modelle. Fragen Sie uns an, fragen Sie ein Angebot an und dann sprechen Sie mit Ihrem Vertriebsmitarbeiter drüber. Ich möchte jetzt hier nicht über Zahlen sprechen, weil das auch einfach immer ein bisschen abhängig davon ist, welche Abnahmemenge und welches Modell. Da sind die Preise wirklich variabel, aber es gibt wirklich vergleichbare kabellose Modelle, definitiv. Ja, vielen Dank. Von mir auch nochmal vielen Dank für die Möglichkeit, für uns als Hersteller das Webinar zu halten und auch vielen Dank an alle Teilnehmer. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, Sie können auch alle direkt auf uns zugehen. Wir sind dafür da, auch die Kunden zu unterstützen und zu helfen und sprechen dann auch gerne mit der Bechtle zusammen mit Ihnen und kommen vielleicht das eine oder andere mal vor Ort und zeigen Ihnen die Headsets mal live, weil das war jetzt natürlich alles theoretisch. Super, vielen Dank, Pascal. Tschüss. Tschüss.